Tja Leute, jetzt kommen wir nochmal an einer schönen Stelle, wo man gut Pause machen kann. Das nennt sich, glaube ich, hier das Schwarze Meer, warum auch immer. Und es ist wieder richtig viel Wasser drin. Im Sommer war ich hier, da war es deutlich weniger. Ich müsste mir das mal raussuchen, die Fotos, und euch das mal einblenden. Guckt euch das an. Ja, deutlich mehr Wasser drin als vorher, glaube ich. Recht trüb das Wasser. Und da hinten, da kommen wir gleich, da kann man immer ganz gut Pause machen. Das ist so eine Grillhütte, da gehen wir mal hin. Es plätschert immer wieder. Aber guckt euch mal die Farben an. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich ein Foto machen kann. Das passt natürlich nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, aber bei Sonnenrunden, da kann ich halt wirklich, ich kriege den Kopf halt frei. Das ist so, natürlich denkt man auch nach. Alles, was so ja, ab 2016 passiert ist. Ab 2016 lebe ich ja fest im Wohnmobil. Und naja, irgendwann werde ich mal so ganz genau erzählen, was da alles passiert ist, wie das dazu gekommen ist. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Stecherbach-Tour. Die ist wirklich schön. Jetzt sind mir da mal so ein paar Kühe. Tja, Leute. Ich dachte, ich hätte noch mal ein paar Fotos machen können. Aber jetzt hat das wieder angefangen zu regnen. Es wird doch schön windig. Ich glaube, die Hälfte habe ich jetzt gut durch. Und ja, dann machen wir mal langsam weiter. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach herrlich.
jetzt hört man mal so, ja, die, ja, wie es regnet, die Tropfen fallen. Aber trotzdem, wirklich herrlich. Jetzt habe ich mal eine ganze Zeit lang mal nichts gesagt. Ich habe vorhin noch mal so eine Gruppe Motorradfahrer getroffen, die unterwegs sind, die wirklich so eine Herbsttour machen. Und auch so in meinem Alter, tolle Motorräder. Ich habe sie aber nicht gefilmt, weil ich nicht wusste, ob sie das wollten. Vielleicht hätte ich auch mal fragen sollen, aber habe ich gar nicht. Und ich genieße wirklich die Ruhe, die Einsamkeit gerade. Und ja, ich lasse das Band jetzt einfach mal so mitlaufen. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich daraus mache. Ob ich das wirklich als ein Film mache oder so mehrere Teile. Mehrere Filme rausmache oder einen ganzen und mehrere Filme. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal, was ich daraus mache. Sind halt wirklich tolle Ecken dabei. Da kommen gleich noch eine richtig tolle Ecke. Auch wieder mit, ja, mit einer, so einer Bachüberquerung. Und tolle Wasserfälle, kleine Wasserfälle. Ich liebe das ja. Leider traue ich mich nicht, ja, die Kamera auszupacken. Sie soll zwar angeblich, ja, Spritzwasser geschützt sein, aber ich weiß nicht, wie es sich im Regen halt abgeht. Deswegen lasse ich das. Ich nehme alles sportlich, habe das große Stativ mit, den ganzen Kamerarucksack. Die Kamera, die hängt hier unter meiner Jacke. Ich laufe hier gerade rum, sehe aus, als wenn ich schwanger wäre. Naja, ganz abwegig ist es nicht, habe hier auch einen Bauch. Und, aber, naja, ich nehme euch einfach mal mit. Weiter diese schöne Tour und zeige euch noch mal ein bisschen wirklich diese herrliche Natur. Und lass es einfach mal mitlaufen. Nichtsdestotrotz, da rutscht der Rucksack und Schulter. Und noch wieder eine Sage, da gehen wir jetzt noch mal hin. Sage von Zoberwiesenteich.
auch mal wieder zum Ablesen. Aber jetzt schaut euch mal dieses idyllische Fleckchen an. Ist das nicht herrlich? Guckt euch das mal an. Und das sind dicke Fische drin. Ich höre sie da hinten springen. Aber Leute, ich muss jetzt mal die Kamera ausstellen. Ich muss hier mal ein Foto von machen. Guckt euch das an, wie schön das hier ist. In dieser Jahreszeit. Tja, Leute. Guckt euch nochmal diesen herrlichen Platz an. Ich habe sogar das eine oder andere Foto konnte ich machen. So, ich lasse die Kamera jetzt auch mal draußen. So ist es doch einfacher zu tragen, falls es sich doch noch mal wieder so ein bisschen was ergibt zum Fotografieren. Tja, wie gesagt, wir sind jetzt schon fast durch, glaube ich. Es kommt noch mal irgendwo noch mal so ein bisschen Bach. Und ja. Und dann freue ich mich auch, glaube ich, gleich, dass ich gleich wieder im Wohnmobil bin. Ein bisschen, kleines bisschen dauert es noch. Aber ja, so ist das. So, jetzt geht es hier lang. Ein bisschen rutschig. Jetzt habe ich beide Hände voll. Eine Seite habe ich das Stativ. Und jetzt lasse ich es nochmal wieder so ein bisschen durchlaufen. Genießt einfach die wirklich wunderschöne Natur.